Wir machen weiter. Viele Grüße, liebe Grüße, weitermachen, auf geht's. Wir ballern. Da würde ich gerade eine Granate reinwerfen. Und der hat auch eine. Eine Fragmentgranate und kommt bis. Wie weit kommt er? Hier rein und dann die Brücke kaputt. Bricht die Brücke dann zusammen. Die beiden können wir killen. Können wir hinten mehrere auf einmal erwischen? Im Prinzip ja, nur ein Stückchen weiter vorlaufen. Den sollten wir auf jeden Fall erwischen, damit er nicht mehr auf den ballert. Er hat auch noch eine Granate. Er hat eine Granate, er hat eine Granate, er hat eine Granate. Alle haben noch eine Granate. Dann laufen wir mit dem Hinteren als Ersten vor. Denn der kann nicht so weit. Da hat er nur einen Aktionspunkt. Hier hat er nur einen Aktionspunkt. Bis dahin geht's. On my way. Ein Aktionspunkt reicht doch oft nicht für eine Granate. Jawohl. Und erreichen wir alle drei auf einmal, Leute? Nein. Doch. Wir kriegen alle drei auf einmal, ne? Ja, wie cool ist das denn? Kaputt gemacht. Nimm das! Zauberhaft. Klasse. Und wie geht's denn jetzt? Oh, sind noch da. Ein paar von denen stehen hier hinten. Bis damit die zu uns hinkommen müssen, müssen so Umwege laufen. Und die hier vorne stehen freundlicherweise direkt in unserer Nähe. Der hat gerade schon alle seine Aktionspunkte verbraucht. Das ist unser Apothekarius. Der kann auch mal Leute heilen. Und er hat sich freigeschossen. Der kann auch von oben eine Granate runterschmeißen. Auf die da unten. Ja. Der braucht nur einen Aktionspunkt nur. Achtung mal, da können die vielleicht hier oben, die können hier oben die Treppe rauflaufen oder springen vielleicht sogar, ne? Ach, wir riskieren's mal. Wir schicken ihn mal hier hin. Können wir draufballern und das explodiert dann. Da müsst ihr noch nicht mal eine Granate werfen. Perfekt. Von wo aus kann er da draufballern? Und seine Granate können... Oder wir werfen die Granate hier in der... Na, wir gucken mal. Wir schicken ihn mal vor. Erstmal töten wir die vorderen hier. Zwar mit den hinteren nach vorne. Hier hat Ed noch zwei Aktionspunkte. Einmal hier hin, bitte. Ah, dann können die anderen vielleicht nicht durch die durchlaufen. Das geht aber hier. Da kann er sich nicht mehr bewegen. Ach komm, wir machen das. Einmal hier hin. The bite of my sword. Unser Heiler. An vorderster Front. Will auch mal mitkämpfen. Da aber auch. In bloodshed we save. So, und ich glaube, wir haben sogar Aktionspunkte zurückbekommen, ne? Ja, weil wir jemand gekillt haben. Der hatte einen Aktionspunkt zurückbekommen und kann jetzt auch wieder was machen. Jetzt gucken wir mal, ob der da bis da hinten schießen kann. Ob das klappt. Nee. Wäre auch noch schöner. Vielleicht bekommt er einen Aktionspunkt zurück, wenn der andere auch stirbt. Komm, wir versuchen das mal mit dem Apothekarius hier unten. Oh, was ist denn das für ein Symbol da drüber? Was bedeutet das denn? Statuseffekt? Er ist eine Hocke, ein Rüstungspunkt. Vielleicht gilt das darauf. Ach, er muss nachladen. Er hat keine Munition mehr. Alles klar. Er kann aber Nahkampf machen. Er hat doch eine Nahkampfwaffe. Warum nutzt er die denn nicht? Oder ist das der Purgator hier, der ohne Dach? Der hat doch eine Nahkampfwaffe. Hier. Ein Aktionspunkt mit Nahkampfwaffe. Das müsste doch gehen. Aber es geht anscheinend nicht, ne? Ich habe Fernkampf ausgewählt. Schande.
Stattdessen nutzen wir... Ich wähle das mal mit rechts ab. Und jetzt geht's automatisch. Klasse. Yes, sir. Jetzt müsste der da oben zwei Aktionspunkte wieder haben. Der Kollege, der hier oben stand, stimmt das? Er hat nur drei. Er hat drei. Alle haben wieder drei Aktionspunkte. Wow. Aber grau heißt vermutlich nur, dass sie nachladen müssen, ne? Genau. Okay. Wir laden mal mit allem einmal nach. Ne, wir werfen erst die Granaten. Der vorne. Und er hier hinten hatte drei Aktionspunkte, müsste einmal nachladen. Kann er bis hierhin schießen? Nein. Ach, ich habe den falschen aktiviert. Und er hier hat drei Aktionspunkte, muss einmal nachladen. Von wo aus kann er, wie weit kann er denn schießen? Was haben die denn für eine Reichweite? Er kann nur von oben auf die ballern, ne? Aber von hier hat er nirgendwo einen Treffer auf die. Er kann nur... Er müsste die... Er könnte von hier aus... Von hier aus kann er auf die schießen. Es ist riskant. Aber er kann... Das müsste klappen. Nee, hat er keine Aktion mehr, ne? Er hat noch eine Aktion dann übrig. Kann er von hier aus drauf? Nee. Ach komm, wir riskieren es. Wir schicken den ganz nach vorne. Ich wette, von hier aus kann er darauf schießen, oder? Hier hat er noch eine Aktion. Jetzt ballert er. Ich habe mit dem Falschen gezogen. Ich wollte ihn da oben runterschicken. Ich habe den Falschen gezogen. Wie doof. Jetzt feuern wir mal hier drauf. Auf die explosive Kiste. Sehr schön. Einer bleibt noch übrig. Der steht wo? Hier in der Ecke. Ist in der Hocke. Ist immer noch eine Hocke und zittert ein bisschen vor sich hin, hat noch drei Trefferpunkte. So, wie kommt, aber an den kommen wir kaum ran. Wir müssten einen von den Fernkämpfern. Drei Aktionspunkte. Der ist hier vorne. Ich wähle ihn mal an hier. Ihn lässt man, kann man nicht anwählen. Hatte drei Aktionspunkte. Einmal nachladen. Ach, ich habe immer Schwierigkeiten, die richtigen Einheiten anzuwählen. Ich verstehe das gar nicht. Wieso steht hier 0? Der hatte, hier steht doch... Ach, das wechselt. Jetzt habe ich das verstanden. Ich bin die ganze Zeit nur bei dem hier oben. Wenn ich jemand anders anklicke... Dann ändert sich links nicht die Anzeige. Der einzige mit Aktionspunkten ist der. Und ich klicke immer wieder auf eine der anderen Figuren an und denke, dann müsste sich hier links deren Anzeige sein. Das stimmt nicht. Stattdessen ist es immer, auch wenn ich andere anklicke, immer die Anzeige von dem da oben. Der hat drei Aktionspunkte. Einmal nachladen. Reloaded. Jetzt kapiere ich das. Jetzt suchen wir einen Platz, von dem aus wir schießen können. Schwer. Ich weiß nicht, wo der hinrennt gleich. Wir laufen mal oben lang. Nee. Was wird der gleich machen? Der rennt durchbrennend durch, oben rum oder unten rum. Wir wissen es nicht. Oben haben wir keine Deckung. Ich lasse einen mal oben. Schickt ihn. Ach nee, komm, wir laufen dem anderen runter. Wir suchen uns eine gute Deckung hier unten. Eine gute Deckung hier unten. Wir können das hier auflesen mit dem. Was ist denn das hier? Gullideckel als Ziel auswählen. Was passiert dann? Ach, das ist eine Spezialaktion. Und die kann man dann werfen, den Gullideckel. Cool.
Ah, den Gullideckel kann man nur bis hier hinwerfen. Ah, das nutzt ja dann wenig. Okay. Aber gut zu wissen, dass sowas geht. Einmal Gullideckel rüberwerfen. Aber irgendwo, wir bleiben mit dem da oben. Einfach mal hier oben hin und dann gucken. It will be done. Das Gegner zieht. Oh. Von hinten auf uns drauf. All enemies have been cleansed. Ist verbrannt. Good work, Commander. Das war's schon? Ich dachte, es wäre noch eine Gegnergruppe da. Das war super leicht. Das hat sich ja total leicht angefühlt. Ich dachte, das wäre hier knüppelacht. Sehr schön, das haben wir geschafft. Man bekommt Aktionspunkte nur zurück, wenn man einen Gegner klassisch hinrichtet, also kritische Nahkampftreffer macht, schreibt auch Alfred nochmal. Klasse. Das haben wir hinbekommen. Echos der Ansteckung. Missionsbelohnung 15 Servitoren. Oh, die haben leichte Wunde. Ah, wir hätten vielleicht zwischen... Wenn wir die geheilt hätten während der Mission, wären die danach wieder fit gewesen. 27, 22 Tage. Vielleicht hätten wir die doch während der Mission heilen müssen. Wobei bei XCOM ist das, glaube ich, so, wenn man die während bei XCOM 2 während der Mission heilt, dann werden die danach trotzdem wieder zurückgesetzt auf die minimale Anzahl von Lebenspunkten, die man hatte während des Missionskampfes, glaube ich, ne? Können wir irgendeinen befördern? Leider nicht. Und Inkorn befördern. Und sein Apothekarius. Ah, der hat auch viele Leute umgemetzelt. So, was machen wir mit ihm? Zwei Fähigkeitspunkte können wir ausgeben. Er hat den hier und den hier oben. Wir können hier oben raufgehen. Dann hätte er... Bluten freigeschaltet. Ziel als Spezialfähigkeit, Ziel erleidet Schaden. Was hat er für Waffen denn? Sturmbolter und diesen Nahkampfangriff mit dem Naka Natekizium und die Granate. Oh, da können wir anscheinend Leute boosten, ne? Psionischer Vorteil. Visiere einen Ritter, einen Mitkämpfer an, innerhalb einer, der direkt neben einem steht. Der bekommt dann bei Nahkampfangriffen für zwei Züge. Zwei kritischen Schaden und eine Bewegungsgeschwindigkeit. Damit können wir Leute, die neben uns sind, boosten. Machen wir das? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Und hier unten? Er kann andere Rüstungen anlegen. Ja, das machen wir doch immer. Ja, die Rüstung haben wir noch nicht, aber das geben wir denen sowieso irgendwann. Und außerdem zwei weitere WP, zwei weitere Willenskraftpunkte. Das ist die Rüstung, das ist die Willenskraft. Rüstung steht uns noch nicht zur Verfügung, dann geben wir ihm die Willenskraft hier. Und das hatten wir ja schon. Hier rüber zwei Heilungen. Ja, cool. Sein Natikium wird verbessert. Nee, das ist ganz oben. Das ist die Schlacht. Doch, das ist plus zwei Heilung. Da war das. Klasse. Und? Kann er irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Können wir irgendwas bauen? Forschung läuft. Wir könnten einen Bau durchführen, glaube ich. Oder? Wir können, glaube ich, die Augmentations... Läuft schon, dass die repariert wird? Läuft das schon? Anscheinend. Warum wird uns das denn hier links nicht angezeigt? Zeitlinie. In 10 Tagen Nekropsie, die Forschung zu Ende. Warum wird uns denn nicht angezeigt, dass der Bau hier schon läuft? Die Servitoren haben wir doch dafür. Läuft. Versteht ihr das? Oder man muss vielleicht hier draufklicken? Nein.
Habt ihr eine Erklärung dafür? Reparieren? Soll man machen? Hat man das schon angeklickt? Warum taucht es in der Zeitlinie nicht auf? Menü ausklappen? Wo denn ausklappen? Zurück oben links? Ah, sehr gut. Danke, Randleister und Co. Aber ja, läuft alles schon. Dann ist alles gut, mehr können wir da nicht machen. Das war's. Das ist die Forschung. Planetenansicht, Sternenkarte. Wir können schon mal ein Stück weiter rüberreisen zur nächsten Mission. Wie lange dauert die denn? Was sind das dann? Also, wieder zurück. Sternenkarte. Planetenansicht, Sternenkarte. Was ist denn das hier? Ich versuche mal aufs I zu klicken. Ah, geht ja. Hier ist irgendwas, irgendeine Mission. Die haben wir geschafft. Fliegen wir hier mal vorsichtig hin. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir nie... Wie lange dauert die Reise denn? Wird uns das angezeigt? Ich hätte vielleicht auf I klicken müssen. Kann doch nur ein Ereignis sein, ja. Reisen rüber. Oh, das ist aber sehr schnell hier. Ja, wir müssen ja eigentlich auch noch ausheilen, ne? So, und die Mission. Wie viele stehen uns denn mittlerweile zur Verfügung in der Kaserne? Haben wir noch andere Kämpfer? Ja, wir können 4 mitnehmen, ne? 2 sind verwundet. Dann machen wir den Kampf auch so. Einmal los rein in den nächsten Kampf. Sternkarte hierhin und Attacke. Alle Gegner töten machen wir. Dahin bitte reisen. 4 Tage übrig. Mission kann nicht rechtzeitig beendet werden. Versteht ihr? Können wir immer, ich dachte, wir müssen alle 3 machen. Anscheinend kann man immer nur eine machen. Wir versuchen es mal trotzdem. Nein, wenn wir ankommen, ist es schon vorbei, ne? Die ist zeitkritisch hier. So verstehe ich das. Wir kommen nicht rechtzeitig dahin. Ach, wenn ich das gewusst hätte, wir waren doch... Ne, wir waren in der Mitte gestartet. 2, 2. Ja, dann müssen wir da auch nicht hinreisen. Dann reisen wir in die Mitte. Wenn das eh nicht geht... Ich speichere lieber einmal ab. Das ist mir jetzt etwas zu riskant. Reisen wir in die Mitte. Einfach nur so hier hin, weil von hier kommen wir überall gut weiterhin. Und schauen mal, was hier unten passiert dann. Die Blüte hat sich auf diesem Planeten ausgebreitet, während wir anderswo beschäftigt waren. Commander. Das war Quatsch. Wir hätten doch hier unten hinfahren sollen, weil bei dem hier ist die Blüte jetzt verbreitet auf Stufe 1. Entschuldigung. Ich glaube, wir hätten doch den hier, ach, doch die hier unten nehmen müssen. Weil da hätten wir die Blüte halt hier fertig gemacht. Ich glaube, das war eine vollkommene Unsinnssache. Wir gehen mal eins zurück. Das war gerade... Oh, wo sind das Safe Game? Das hier was, ne? Nein. Haben wir immer nur ein Spiel? Stimmt? Nein. Ah, da drunter, alles klar. Und das war das, was wir gerade hatten. Dann greifen wir doch hier an. Das war klar, Blüte breitet sich aus. Commander. Reisen trotzdem hier hin. Können wir hier eine Aktion durchführen, eine Mission? Können wir hier irgendwas machen jetzt? Planetenansicht.
Können wir eine Mission starten? Kapiert ihr das? Haben wir eine Mission? Haben wir keine? Können wir ja angreifen? Ich komme gerade überhaupt nicht mit. Angreifen können wir nicht, weil wir können immer nur auf einem. Was machen wir jetzt? Einfach da bleiben und abwarten? Doch in die Mitte fliegen? Habt ihr das mitbekommen? Aber ihr Rätsel ratet anscheinend genauso wie ich, ne? Ich konnte nur eine der drei Missionen machen in der Zeit, ja? Das heißt, ich fahre jetzt irgendwo, fliege jetzt hier, kann ich keine Mission machen. Ich warte, bis mir neue angeboten werden, ne? Ich habe keine Mission gerade. Dann fahre ich hier mal in die Mitte rüber. Das ist halbwegs zentral. Imperial faithful, afflicted with a strain of mutagenic virus. There is no doubt we are dealing with the work of the plague god Nurgle. This must be the bloom whispered of in those astropathic fragments. Within the carcass, I found a germ of some ancient power corrupted with a foul psychic resonance. This seed is used to spread the virus. Of that I am certain. But it arrived to me damaged, and there is little else I can learn from it. In order to study how we might fight this plague, I must acquire one of these seeds completely intact. I can instruct your brothers on how to extract these specimens properly. Please ensure they pay attention. The Emperor loathes indolence. Let's not disappoint him. Also, ein neuer Job für uns. Wir müssen im Ziel eine Saat uns holen. This is Inquisitor Kartha Vakir of the Ordo Malleus. I am alumnus of Evixia Danica. Access code Clarion Magenta 11-17-21. I require immediate response from Titan. This is Grandmaster Vardan Kai responding, Inquisitor. This act borders on heresy. The screams of the astropaths you burned already reverberate from the warp. It is fortunate for you that I am prosecuting a campaign in the nearby Chimera system. I suggest you explain yourself, and quickly. Grandmaster, I have commandeered the Baleful Edict. We face... You have seized a Grey Knight strike cruiser. As is my right, I have foreseen dire omens for this sector. Already Nurgle's poxwalkers roam free. Oh, indeed. I'm surprised an agent of your pedigree is not equipped to deal with such lesser threats of chaos. Agravain, perhaps you can clear up this nonsense for me. My lord, he fell in battle during our last campaign against the Cadium cult. We had been returning to Titan for repairs when this Inquisitor intervened. Ah, Brother Ektar, that is sorry news. I trust then that you have appointed one of our brothers to act in his stead. Well, speak up then, Commander. Ja, ganz gut. Was hältst du von der Geschichte der Inquisitoren? Wir erzählen mal, was sie so rausbekommen hat mit der Blüte. Galaxy is full of unsolved mysteries. I am confident these poxwalkers are the symptom of a much greater cancer. I only need a little time to conduct further research. Very well. I am not in the habit of second-guessing those under my command, that is, until given a good reason. I will leave the Baleful Edict in your care. You have my thanks, Grandmaster, but there is yet another reason I desire to speak with you. As steward of the Armory of Titan, I had hoped you could release further assistance. Don't thank me yet. I will give you 60 Tertaean solar days to prove this threat warrants the deployment of an entire strike force. Battle-worn as it is, Strike Force Xyphos could be put to good use in several campaigns across the galaxy. Any further requisition from my arsenal will have to be earned. But I... Weiterkämpfen. Wir sind der Inquisitoren beigesprungen. You can spend your requisition to unlock and upgrade armor slots. So, wir haben eine Requirierung bekommen und können damit Arsenal-Slots freischalten, okay. Und haben da verschiedene Möglichkeiten.
Neben Großmeisterbrecht können wir eine Requirierung ausgeben. Wir haben 7 zur Verfügung. Knight Reinforcements, Servitors, Grimoires and other resources at the end of a mission. Neuer Zugriff auf Ritterverstärkung, Servitoren, Grimoires und andere Ressourcen. Okay. Ja, wir haben das ja noch nie gespielt, deshalb wissen wir noch nicht genau, was für uns gut und schlecht ist. Wir versuchen es mal. Also, das ist das Einzige, was gerade überhaupt nur geht. Ritterrequirierung. Da müssen wir 2 Requirierungspunkte von unseren 7 für ausgeben. Wählen das aus. Wer hätte das gedacht? You can only unlock or upgrade each slot once per report. Slot upgrades increase your chance of accessing more and better equipment and resources. Ah. Das heißt, es erhöht nur die Chance, dass wir solche besseren Ausrüstungsteile und Ressourcen bekommen. Aber wir bekommen sie erstmal nicht. Und wir können anscheinend jedes Mal in einem solchen Bericht immer nur einmal auf einen dieser Zahlen drücken und nicht zweimal, immer nur so stückchenweise weiterkommen. Jetzt haben wir noch 5 Rekurrierungen. Hier können wir nochmal 2 ausgeben für die nächste. Fernkampf, Nahkampf, Rüstungen, Kriegsausrüstungen. Und rechts im Tooltip ist erklärt, worum es geht. Also Rüstung ist immer cool. Kriegsausrüstung ist Aggression, ne? Breiter Paletten von so Spezialgeschichten, Granaten und so weiter. Passive Ausrüstung finde ich immer sehr cool. Nahkampf besser machen, Fernkampf besser machen. Leute, wir haben 5 Rekurrierungen. Wir können nur bei 2 was reingeben. 2 können wir machen. Fernkampf oder Nahkampf? Also eigentlich so ein hier Nahkampf. Boah, gell mal. Wir haben jetzt zuletzt immer nur Fernkampf gemacht, ne? Peinlicherweise. Peinlicherweise. Also ich stand immer so nett in Granatengruppen beisammen. Granaten fand ich cool. Komm, wir gehen einmal auf Granaten. Granaten gibt es zum Beispiel hier unten. Passive Ausrüstung. Einmal hier und oben Nahkampf. Einmal Granaten für den Fernkampf und einmal Nahkampf für den Nahkampf. Okay? Einmal Nahkampf hier und einmal die Kriegsausrüstung. Okay? Ausrüstung, Nahkampf. Schreibt fast jeder im Chat gerade. Einen Punkt behalten wir übrig. Naja, ist schon gut. Bin mal ganz sicher. Forschungsprojekte abgeschlossen. Die Nekropsie des Seuchenwandels. Da wurden wir schon drüber aufgeklärt. Es geht um die Verbreitung der Blüte. Wir müssen einen dieser Psi-Saaten vollständig extrahieren, war einer der nächsten Missionen. Nächste Forschung. Die hier. Oder die da. Aha. Wenn wir die hier machen würden, was käme dann hier? Die Saat. Und hier oben wäre Warpfelddurchdringung. Also wenn wir das freischalten, eine Requirierung muss man dafür ausgeben, die haben wir übrig. Der Kadaver des Seuchenwandels, blam blam bla. Also das verbessert unsere Möglichkeiten im Kampf und das bringt uns in der Story voran, ist mein Eindruck. Ja? Also wenn wir die Saat haben, dann könnten wir die einsetzen und hier irgendwie weitermachen. Und das ist so allgemein im Kampf besser werden. Ja, da würden wir Ausrüstungsteile bekommen und Möglichkeiten im Gefecht und so. Ihr seht es immer, mehr Heilung und andere Geschichten. Also das ist für Kampf, das ist für Story. Kampf oder Story, Leute? Was ist das hier oben? Das können wir auch machen. Ei. Das ist in Richtung... Oh, wir können im ganzen System die Verderbnisstufen zurücksetzen, falls sie mal im Laufe der Zeit XCOM-artig zu doll werden. Das brauchen wir aber noch nicht. Ja... können wir also unsere Gegner schwächen. Also hier Gegner schwächen, da im Kampf, hier uns im Kampf bessern, hier Story vorankommen. Kampf oder Story, Leute? Kampf oder Story? Kampf oder Story? Story, Kampf, Kampf, Story, Kampf, 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 Kampf. Kampf, komm mal, Kampf. Gehen oben in den Kampf rein, dann bekommen wir neue Gefechtsoptionen und quick lebendig freigeschaltet. Machen das mal. Meint auch die Mehrheit im Twitch-Chat.
Bist du schon wieder mit Vakir sprechen? You have my attention, Knight. Also die Seuche durch diese Saat übertragen. It is not so simple. Domina. Nein, es ist nicht die Domina. Die Domina ist die Tech-Priesterin. So einfach ist es nicht. Diese Krankheit breitet sich schnell aus. Zu schnell, als dass diese Saat durch jedes neue Opfer durch direkten körperlichen Kontakt infizieren könnte. Meine aktuelle Theorie, dass die Saat eine Art psionisches Feld emittiert, das die Ausbreitung zusätzlich beschleunigt. Das heißt, als er die Saat in der von uns gesammelten Probe wurde zerstört. Ja, deine Brüder waren beim Sammeln der Saat übereifrig. Ich brauche für weitere Studien intakte Saat. Hätte ich rohe Gewalt gewollt, hätte ich mich an die Iron Hands gewandt. Very well. The Grey Knights and Inquisition have worked together since the earliest days of our orders. Ich bin schon mal mit diesen Gegnern, mit dieser Warp-Brut zusammengestoßen. Die Grey Knights und die Inquisition arbeiten bereits seit der Frühzeit unserer Orden zusammen. Deiner ist der Hammer, meiner ist der Arm und der Wille, ihn zu führen. Sind wir gleichberechtigt? We each have our own role to play and partners. Träum weiter, yes. Gewissermaßen dienst partners du, WB, in der Inquisition. Ach, sieh mich jetzt bloß nicht so an, Commander. Ich würde dir niemals vorschreiben, wie du deine Arbeit zu machen hast. Jeder von uns hat seinen Teil beizutragen als Partner, der kleine WB und die große Inquisitorin. Kann ich das Leben meiner Brüder anvertrauen? Nein. Das Leben deiner Brüder kümmert mich nicht. Die Grey Knights sind eine Ressource, wertvoll, ein seltenes und mächtiges Werkzeug im Kampf gegen das Chaos. Wisse, dass ich deine Männer deshalb allerdings auch nur im größten Notfalle opfern werde. Mate keine Sorgen. Ich lasse jederzeit für die Sache und für mich sterben, aber nur, wenn es auch wirklich notwendig ist. If we must. Bis dann. Yes, you've taken enough of my time. Sympathische Gestalt. Zurück ins Manufaktorium. Wie geht's dem Schiffsstatus? Neue Projekte freigeschaltet. Welches denn hier? Die Personalsysteme. Wir können das Augurium endlich reparieren. Dann können wir feindliche Aktivitäten besser vorhersagen. Okay. 4 Servitorien rein. Wir haben 18. 9 Tage machen wir. Komm. Einmal reparieren, bitte. Nächster Schritt. Das haben wir alles gemacht. Könnte man nur eines zur gleichen Zeit machen. Wieder raus. Und kümmern uns, wir sprechen mal mit meinem Lumeter. Jetzt können wir die Leiche des Seuchenwandlers entsorgen, Domina. Ein unreines, ein organisches Ding, das mein Schiff besudelt. Und die Inquisitorin tut ihr Bestes, um meine Quarantänevorkehrungen zu entweihen. Es will sie auch noch mehr von dieser Saat an Bord schaffen. Ich würde die Weihungsprotokolle noch einmal durchgehen müssen. Affirmative. Wie sieht es mit unseren Bauprojekten aus? Ich repariere die Schäden wie gewünscht, musste ich aber warnen, Commander. Die Dikt des Unheils ist ein Schrein für den Maschinengott. Diese wiederholten Schadensfälle kommen einer Schändung gleich. Weitere Schäden sollten ausbleiben. Oh, hier könnte man noch irgendwas machen? Hat sie doch schon gesagt. Das war's. Das ist fürs Erste. Dann haben wir hier noch irgendwas. Mit Ektar können wir auch noch ein Pläuschlein machen. Komm, Bruder, wir sprechen über deine Sorgen. Was hältst du von Großmeister Kais Reaktion auf unsere Inquisitoren? Abgesehen von ihrem klaren Verstoß gegen das Kommunikationsprotokoll, meinst du? Commander, du musst verstehen, dass Inquisitorin Vakias Beweise äußerst dürftig sind. Dieses kryptische Geschwafel einer Astropathin, einer Handvoll Seuchenwandler, bla bla bla. Der Cadium-Kult brachte 12 Makropolwelten und 3 Sektoren Tod und Zerstörung, ehe wir ihm das Handwerk legten. Und diese Saat, die sie entdeckt hat? Arcane Talismans as catalysts for corruption are scarcely a novelty to us. Arcane Talismane als Katalysatoren für Verderbnis sind für uns Titanenritter doch nichts Neues. Die Inquisitorin weiß das. Du glaubst nicht, dass wir hier was Sinnvolles machen? The Grand Master will weigh our value to this campaign. Das nicht, doch wir sind gerade bei weitem nicht in der optimalen Kampfverfassung.
Und es ist unsere Pflicht, die Inquisition zu unterstützen, wenn man uns benötigt. Der Großmeister wird unseren Wert für diese Kampagne abwägen und beurteilen, ob wir womöglich offensichtlicher vonnöten sind. Warum wird dann ausgerechnet unser Einsatzverband requiriert? Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht gibt es da ein Puzzleteil, das wir noch nicht sehen können. Die Inquisition ist ein gewaltiger, dezentraler, bürokratischer Apparat. Wir sind vielleicht nur ein kleines Element, das aus irgendeinem anderen Grund auf dem Spielbrett verschoben wird. Aber es bringt nichts, darüber zu spekulieren. Es ist deine Bürde, Commander WB, dafür zu sorgen, dass wir nicht in Schande nach Titan zurückkehren. Ich schlage vor, du konzentrierst dich mal auf deine nächste Mission. Die Domina, unsere Tech-Priesterin, scheint etwas unkonventionell zu sein. Alle Tech-Priester sind auf ihre Art exzentrisch. Es wurde ihnen einfach zu große Teile ihres sterblichen Fleisches genommen. Whatever best helps you, Commander. Oh, geht's ja noch weiter? Du zweifelst an ihr? Nein. Keinesfalls, ich würde niemand anderem die Edikte des Unheils lieber anvertrauen. Doch ihre Leidenschaft für das Schiff überstrahlte manchmal unsere Bestimmung. Man muss sie gelegentlich daran erinnern. Her competence is beyond question. Sie hat mir mehr als einmal das Leben gerettet. Sie hat die Edikt durch den Astralspiegel des euphorischen Barons gesteuert. Sie hat seinen dämonischen Geist in 1 Million Fragmente zerstreut. Ihre Kompetenz steht außer Frage. Es gibt sogar Gerüchte, denen zufolge sie an der Seite von Lord Draigo gekämpft haben soll. Was? Der oberste Großmeister? Macht sie das nicht Ancient, zu einer Standartenträgerin, ja? Die Tech-Priester des Adeptus Mechanicus neigen nicht zur Hinterlistigkeit und interessieren sich kein bisschen für die soziale Hierarchie der Unaugmentierten, wie sie uns nennen, der Unverbesserten. Du weißt, dass wir Astartes entbehrlich sind. Wir werden in diesem endlosen Krieg gegen das Chaos leben, wir werden kämpfen und wir werden sterben. Unsere Domina, ich wage es zu sagen, ist selbst unter ihresgleichen einzigartig, beinahe unersetzlich. Ohne sie wäre unser Schiff, wäre die Edikt nicht halb so leistungsfähig. Whatever best helps you, Commander. Alles klar. We are the hammer. Okay. Remember that. Alles geklärt, ja, ne? Gibt's nichts zu tun? Einmal zurück, Zeitlinie ausklappern. Ausklappen. Schiffsprojekt abgeschlossen, Augmentationskammer ist wieder betriebsbereit. Nächstes Projekt? Das geht aber schnell. Was starten wir als nächstes Projekt, Leute? Neue Projekte freigeschaltet. Uns wird was vorgeschlagen. Haben wir schon gemacht. Von alleine. Ohne dass uns das Spiel dazu kommandiert hat. Haben wir schon gemacht. Wir sind schneller, als das Tutorial uns befohlen hat. Alles gut. Na dann. Haben wir alles erledigt, ne? Zurück auf die Sternenkarte. Und wohin reisen wir als nächstes, Leute? Eine Saat im Kampf beschaffen. Sollen wir irgendwo hinreisen? Was ist das nächste Ziel? Wo geht's hin?